I think it's really important that agriculture not only feeds the world, but also does it in a way that takes care of our planet. Tatsächlich. Während Monaten hat Public Eye zu einem alles andere als nachhaltigen Geschäft recherchiert, jenem mit hochgefährlichen Pestiziden. Wir haben exklusive Industriedaten mit der Liste der 310 Pestizide abgeglichen, die das internationale Pesticide Action Network als hochgefährlich einstuft. Gemäß unseren Schätzungen hat Syngenta alleine 2017 3,9 Milliarden Dollar mit diesen Produkten umgesetzt, mehr als irgendein anderes Unternehmen. Zu Syngentas Lieblingsmärkten gehören Brasilien, Argentinien oder Indien, wo der Basler Multi dank schwachen Regulierungen auch Produkte verkaufen kann, die in der Schweiz oder der EU längst verboten sind. Das also ist für Syngenta nachhaltig? Die Agrarsupermacht Brasilien ist der größte Pestizidverbraucher der Welt. Und es ist der wichtigste Markt für Syngenta. 2017 hat der Konzern hier rund 1 Milliarde Dollar mit hochgefährlichen Pestiziden umgesetzt. Um die Folgen dieses giftigen Handels zu verstehen, haben wir uns in den Staat Mato Grosso aufgemacht, ins Herz der Monokulturen. Die erste Station unserer Reise ist die Hauptstadt Cuiabá, wo wir Antonio Lemos Correa treffen. Der ehemalige Landarbeiter erzählt uns die Geschichte seiner 5-jährigen Tochter Emanuele, die an Spina Bifida leidet. Antonio ist überzeugt, dass Pestizide die Ursache der Fehlbildung sind. Die Fälle von Spina Bifida hatten in den letzten Jahren in landwirtschaftlichen Regionen deutlich zugenommen. Allein im Dorf, in dem er früher lebte, weiß er von mehr als 10 Fällen. Antonio kämpft dafür, dass diese Verbindung ans Licht kommt. Aber hier im Gebiet der mächtigen Agrarbarone ist es gefährlich, darüber zu sprechen. Wir treffen auch Elisangela Silva dos Anjos, die Mutter des 5-jährigen Kalebi, der an Leukämie leidet. Ihre Familie lebte während der Schwangerschaft in der Nähe einer Baumwollanlage. Auch Elisangela ist sicher, dass es zwischen der Krankheit und dem Pestizideinsatz einen Zusammenhang gibt. Aber kaum jemand wage es, darüber zu reden. Hat einiges zu sagen zum Zusammenhang zwischen dem Pestizideinsatz und den hohen Raten an Missbildungen und Krebserkrankungen. Dr. Biniati, der seit Jahren in Mato Grosso dazu forscht. Intoxicação aguda por agrotóxico. Onde é que ocorre mais? É justamente nas regiões que mais produzem no Mato Grosso. Mais produzem o quê? Soja, milho, algodão, né? Nessas 4 regiões a incidência, né, de intoxicação aguda é 3 e alguns municípios, 4 e outros 5 vezes maior do que os outros municípios que não usam agrotóxico. Câncer infanto-juvenil, a mesma coisa. E malformação congênita, né? Também da mesma maneira, né? Que é 4, 5, tem município que é 10 vezes maior. Die zweite Etappe unserer Reise ist Lucas do Rio Verde, die selbsternannte Hauptstadt des Agronegocio. Mit all dem Soja und Mais hier werden die Hühner und Schweine gemästet, die täglich zu Hunderttausenden in riesigen Schlachthöfen getötet werden. Der immer massivere Einsatz von Pestiziden auf den Feldern treibt die Schädlinge auch in die Stadt, wo der Befall von Jahr zu Jahr größer wird. Das erklärt uns ein Mitarbeiter der Stadt, während der Kreisel- und Grünflächen mit Pestiziden behandelt. In seinem Kanister hat er Enheo Pleno von Syngenta, ein Produkt, das höchst schädlich ist für Atemwege, Haut und Augen. Große Stellen auf seinen Händen und an seinen Handgelenken haben keine Pigmente mehr. Das komme vom Veneno, sagt er uns, vom Gift. Wir sprechen auch mit Darino da Silva, einem Landarbeiter, der uns wehmütig von der Zeit erzählt, als sein Haus von einem dichten Wald umgeben war. Heute ist er umgeben von unendlichen Feldern, und die wilden Tiere sind verschwunden. Am Rande der Stadt gibt uns ein Besuch in einer Recyclinganlage einen Eindruck von der Riesenmenge an Pestiziden, die in der Region ausgebracht werden. Viele der Container tragen die Aufschrift Gramoxon und das Logo von Syngenta. Der Wirkstoff ist Paraquat, eines der umstrittensten Pestizide weltweit. In mehreren Pestizidshops erzählt man uns, dass das Geschäft mit Syngenta-Produkten boome. Zu den Bestsellern gehören das wahrscheinlich krebserregende Glyphosat und Atrazin,
das dem Hormonsystem schadet. Wir fahren weiter in Richtung Sinop, dem nächsten Zentrum des Agrarhandels. Unterwegs treffen wir Antonio Carlo da Silva, einen Piloten, der per Flugzeug Pestizide ausbringt. Er erzählt uns, dass in den letzten 15 Jahren viel mehr Pestizide eingesetzt würden, weil die Schädlinge Resistenzen entwickelt haben. Während uns Antonio in der Luft eine kleine Show vorführt, sprechen wir mit Ney, der sich selbst Giftmischer nennt. Trotz des stechenden Geruchs trägt er beim Mischen der Pestizide keine Maske. Manchmal leidet er an Husten oder könne nicht frei atmen, sagt er, aber das gehöre zum Job. Wir kommen an in Sinop. Brutto, rustico e sistematico, der Slogan des Präsidenten Jair Bolsonaro, den man hier immer wieder liest, könnte auch für diese anonyme Retortenstadt stehen. Hier treffen wir João de Deus da Silva, einen Biologen, der für das Gesundheitsministerium arbeitet. Er weigert sich, zu den Gesundheitsfolgen des Pestizideinsatzes zu schweigen. Não, a gente observa o avanço das doenças e a gente relaciona com aplicação de produtos. Para a gente fazer essa relação das doenças, a gente não está falando à toa. A gente trabalha com alguns indicadores que tem. O problema é que a gente está num ambiente dominado pelo agronegócio e que você tem dificuldade de falar isso. E nós temos também poucas pesquisas. João führt uns in die Nähe des Flusses Telespires, auf ein einst von Indigenen bewohntes Gebiet. Heute ist der Wald Baumwollfeldern gewichen, die Pestizide landen im Fluss. Seit Jair Bolsonaro, der Agroindustrie sehr nahe steht, an die Macht gekommen ist, wächst das für die intensive Landwirtschaft genutzte Gebiet in Brasilien rasant. Seit Januar wurden 166 neue Pestizide zugelassen. Und der Druck, die Vorschriften weiter zu schwächen, ist stärker denn je. Aber die kritischen Stimmen werden lauter. Zusammen mit Reporter Brasil hat Public Eye aufgezeigt, dass sich im brasilianischen Trinkwasser ein Cocktail an Pestiziden findet, dessen Langzeitfolgen nicht absehbar sind. Die Enthüllungen sorgten in Brasilien für großes Aufsehen und intensive Debatten. We realize that we, Syngenta, have to listen to farmers, food companies, food retailers, NGOs, and to government regulators in an open conversation about what really is sustainable agriculture and how we work together to make the right things happen. We're going to take that listening and turn it into commitments and continue to help make the world a better place for our children, our grandchildren, and countless generations to come. Hochgefährliche Pestizide sind eine tickende Zeitbombe. Wenn Syngenta tatsächlich zukünftige Generationen schützen will, muss der Konzern dieses illegitime und schädliche Geschäft stoppen.